Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich möchte euch heute ganz, ganz herzlich begrüßen und euch sagen, wie sehr ich mich auf die gemeinsame Zeit mit euch freue. Lasst uns mit einer Bibelstelle beginnen, und zwar Lukas 21, Vers 11. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Jesus unterweist seine Jünger. Erdbeben, Hungersnöte, Kriege und Seuchen werden die Endzeit prägen. Das ist die Normalität. Aber ihr, so Jesus, meine Jünger, sollt bei all diesen furchtbaren Plagen vor allem Acht geben, dass euch niemand in die Irre führt. Denn das, so Jesus, ist viel, viel schlimmer als alles andere. Ein weiterer Bibeltext, Psalm 91, die Verse 2 bis 6. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Ich vertraue auf meinen Gott. Er ist meine Zuflucht in allem, so viel steht fest. Und gerade auch in Sachen Coronavirus. Ich gehöre mit 81 Jahren zu den Gefährdeten. Aber ich fürchte mich nicht, ich lasse keine Panik zu. Hier nun nachfolgend die wichtigsten geistlichen Fakten zu dieser weltweiten Seuche oder Epidemie oder Pandemie aus biblischer Sicht. Alle anderen Fakten findet ihr ja in den gängigen Medien. Ein weiterer Bibeltext, 5. Mose 7, Vers 15. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden, und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. Das Umfeld dieser Bibelstelle beschreibt, wie der Gott der Bibel, der Gott Israels, der die Israeliten in das Land Kanaan gebracht hat, mit den Kanaanitern umzugehen beabsichtigt. Er verlangt von den Israeliten, die ja sein Eigentumsvolk sind, dass sie sich nicht mit den Einwohnern des Landes Kanaan einlassen sollen, in gar keiner Weise. Der Grund, weil diese ihre Götzen anbeten und den Gott der Bibel ablehnen, obwohl sie hätten wissen können und müssen, dass er, Jahwe, der einzige Gott im Universum ist. Ihre geistlichen Praktiken sind derart widerlich, inklusive der Opferung von Babys und Kleinkindern, Tempelprostitution und andere Scheußlichkeiten, dass der Gott Israels sie vollständig vernichten will und muss. Wenn Israel, das von Gott erwählte Volk Israel, seinen Gehorsam vor Gott durchhält, wird er sein Volk auf vielerlei Weise segnen. Das sagt er. Lesen wir 5. Mose 28, die Verse 58 bis 62. Wenn du nicht darauf achtest,
alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den Herrn deinen Gott, fürchtest. Dann wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich machen, große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten. Und er wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, vor denen du dich fürchtest, und sie werden an dir haften bleiben. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Als ein geringes Häuflein werdet ihr übrig bleiben, statt dass ihr wie die Sterne des Himmels an Menge geworden wärt, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorcht hast. Weil die Israelis sich nicht an die Vorgaben Jahwes, ihres Gottes, gehalten haben und stets ungehorsam gegen ihn waren, hat der wunderbare Gott Israels sein Eigentumsvolk bestrafen müssen. Wie viel mehr gilt das für uns, die wir in unserem Herrn Jesus Christus alle Herrlichkeit des neuen Bundes besitzen und als Leib Jesu Christi unseren väterlichen Freund Jahwe manchmal geringschätzen und Teile der Bibel verächtlich aussondern oder an das moderne Denken anpassen. Wohlgemerkt, Gottes Bundesschlüsse mit Israel inklusive der Landverheißung haben ewige Gültigkeit. Die Gemeinde Jesu Christi hat nichts, aber auch gar nichts von Israel abzweigen können, sondern die Gemeinde Jesu ist eingepfropft in den göttlichen Olivenbaum Israel, denn das Heil kommt immer noch von den Juden. Lesen wir einen weiteren Bibeltext, Habakuk 3, Vers 5. Vor ihm her geht die Pest, und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. In einem wunderbar kraftvollen Gebet ruft Habakuk auch die alleinige Herrschaft des lebendigen Gottes über alle Seuchen der Welt aus. Ein weiterer Bibeltext, 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 5. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Paulus geht in dieser Stelle leidenschaftlich gegen Irrlehre und Abänderung der biblischen Wahrheit vor. Er warnt seinen geistlichen Sohn Timotheus, die biblische Lehre nicht zu verändern, weil sonst Krankheit im Sinne von Seuche die unmittelbare Folge ist. Ein weiterer Bibeltext, Offenbarung 6, die Verse 7 und 8. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen,
komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm, und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod. Hier lehrt uns Johannes etwas sehr Wichtiges über die in wenigen Jahren beginnende Trübsalzeit. Er zeigt uns anhand des Coronavirus und seiner Bekämpfung, dass die Seuchen der letzten 7 Jahre nach der Entrückung der Gemeinde Jesu noch sehr viel schwerer zu bekämpfen sein werden. Das alles soll uns hier und heute nachhaltig warnen. Nur wenn wir zu Jesus Christus gehören, als Juden oder als Nationenchristen, sind wir sicher. Nur wenn wir ganz und gar auf Jesus vertrauen, kann uns nichts etwas anhaben. Deshalb bitte ich dich so eindringlich, bekehre dich noch heute zu Jesus Christus, dem einzigen Erlöser, dem einzigen Weg zu Gott. Nur wenn wir zu Jesus Christus gehören als Juden oder als Nationenchristen, sind wir sicher. Nur wenn wir ganz und gar auf Jesus vertrauen, kann uns nichts etwas anhaben. Deshalb bitte ich dich eindringlich, bekehre dich noch heute zu Jesus Christus, dem einzigen Erlöser, dem einzigen Weg zu Gott. Ich spreche dir ein Gebet vor, das du nachsprechen kannst, wenn du es wirklich ernst meinst mit der Bekehrung zu Jesus. Die Erlösung durch Jesus Christus ist ein Geschenk. Dieses Geschenk anzunehmen ist ein Akt des Glaubens. Also bitte ich dich jetzt um deine Aufmerksamkeit, deine besondere Aufmerksamkeit für dieses vorformulierte Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, ich bin meine eigenen Wege gegangen und habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, der an meiner Stelle starb und dann mit der Kraft und Vollmacht auferstand, mir neues Leben zu geben. Danke, dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Ich übergebe mein Leben jetzt dir und deinen Absichten mit mir. Bitte gib mir durch den Heiligen Geist den Mut, auch anderen Menschen meinen Glauben an dich mitzuteilen. Darum bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ihr lieben Freunde, dieses Gebet könnt ihr nachsprechen, aber nur, wenn es wirklich auf eurem Herzen ist. Ich möchte euch zum Schluss segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.